So Leute, es ist mal wieder Zeit für ein wunderschönes Unboxing. Heute am 29. August 2017 gibt's mal wieder was, und zwar kam heute Mario and Rabbids raus. Und ich habe das hier in der Collectors für euch und für mich. Und ja, das möchte ich euch auf jeden Fall mal zeigen. Das ist nämlich ganz schöne Wucht, sage ich mal. So, ich drehe es mal. Ja, hier sieht man den dicken Mario. So, es wird wieder ein bisschen spiegeln, aber das ist ja normal mittlerweile. Ja, aber es geht, es geht. So, hier seht ihr das Gesamtpaket, was da alles drin ist. Eine Figur, das Spiel natürlich für die Nintendo Switch. Eine CD sehe ich noch. Ich sehe noch Kärtchen da unten. Und ja. Da steht irgendwas von wegen, es gibt vier Welten. Alles klar. Na, das sehen wir dann auf Twitch. Ja, und hier das noch. Ja, ganz schön große Box. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so dick ist, aber da haben sie wieder mal was rausgehauen. Allerdings muss man sagen, dass bei 100 Euro, naja, da haut man halt auch ganz schön Geld raus, ne? So, das hier kann man einfach abnehmen. Das ist sehr chillig, okay. Ich leg das dann alles mal zur Seite. So, jetzt haben wir die Box hier noch. Oh, die sieht auch. Ja, das haben wir schon gesehen, aber hier. Hier sieht man noch Peach und Rabbit Luigi. Ganz cool aus, oder? Mir gefällt das. Ich habe auch voll Bock, das zu zocken. So, dann. Dann wollen wir mal. Wollen wir es mal aufmachen, ne? Hier hinten ist nämlich Klebeband. Machen wir das mal ab. So, ganz vorsichtig. Wir wollen es ja nicht verunstalten. Ne? Gut. So. Ich hätte auch ein Messer nehmen können. Aber naja. So, was haben sie uns denn da nun alles Schönes reingetan? Also, es geht los. Auf jeden Fall schon mal ein Haufen Müll. Gut, es geht los mit dem Spiel. Das kennt man ja. Das ist auch so im Handel erhältlich, ohne alles. Ganz schlicht und dünn für den Schrank. Und so sieht es von hinten aus. Ja, und bei den Switch-Dingern ist eigentlich nie was drin. Aber in dem Fall schon. Aber auch nur. So eine Art Flyer. Ja, also das ist einfach nur. Hier unten ist das Spiel. Hier ist noch so ein Mini-Flyer. Und mehr ist da nicht drin. Bei den anderen Spielen war gar nichts drin. Naja. So, dann haben sie mir hier noch die CD reingepackt. Jo. Mit einem Haufen Tracks. Es sind, by the way, 31. Und ich lese, der letzte ist Bowser. Bowser wieder am Start, alles klar. So, was haben sie denn hier noch? Ah, das sind die Collector-Karten. Die können wir eigentlich mal auspacken, oder? Ich weiß nicht, was die bringen, aber wir werden es gleich erfahren. Aber das ist so eine Kackpackung, ey, die musst du erstmal aufbekommen. Das wird selbst mit der Schere scheiße. Oh boy. Ah, jetzt so vielleicht. Du, 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 du. Hintergrund läuft ein bisschen Mario, weil das ganz passend ist. Und nee, ich krieg das nicht auf, Alter. Boah, RIP. Was soll das? Es geht nicht. Warte mal, probieren wir es mal von der anderen Seite. Ah, deswegen sage ich, das ist so eine Kackpackung. Kenne ich noch von früher, ey. Kriegst du nicht auf, kannst du vergessen. Jetzt, jetzt. Jetzt hat's was getan. Ah, oh. So, die Karten. Glitzern. So, das war die Packung. Jetzt ist es Schrott. Okay,
Also von hinten hat, wie muss ich denn euch die jetzt zeigen? Fangen wir mal so an. Also hier haben wir den Luigi. Luigi mit seinem Staubsauger, oder? Und hinten sehe ich jetzt noch, da siehst du wohl, was der so haben kann. Hier, guckt mal. Ja, sieht so aus, ne? So, dann kommt der Mario. Warum kommt eigentlich erst Luigi und dann Mario? Ja. Hero Power, M Power, Waffen von Mario. Das ist wohl das, was man in dem Spiel alles haben kann, oder? So, dann haben wir die gute Peach. Ich mag ja Peach. Alle hassen sie, weil sie immer entführt wird, aber naja, wenn sie nicht entführt wird, gäbe es auch meistens kein Game, ne? So, was hat die Peach Schönes? Keine Ahnung. Die hat einen heilenden Sprung hat Peach, alles klar. So, dann haben wir Rabbit Luigi. Die gibt es natürlich auch in Rabbit Form diesmal. Du, 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 du. Ja, die Karten sind wahrscheinlich. Ah, und hier, das ist der Rabbit Mario. Und von dem habe ich ja hier auch die Figur, ne? Es gibt diese Ausführung auch anders mit den anderen Figuren. Die sind aber, glaube ich, kleiner. Also Mario, ich habe ja mit Mario, Rabbit Mario halt. Und das gibt es auch mit Luigi. Und hier mit Rabbit Peach gibt es das auch. Allerdings ist das da nicht die Collectors, glaube ich. Das ist nur so Spiel plus Figur oder so. Die Collectors habe ich halt hier. Ja. Rabbit Yoshi sieht natürlich auch sau gut aus. Auf den freue ich mich jetzt schon, ey. Was zur Hölle? Was hat der denn geraucht? Oh boy, oh boy. So, dann gibt es natürlich auch den normalen Yoshi. Ich bin ja Yoshi-Fan, wisst ihr ja. Sonst wäre mein Profilbild kein Yoshi. Da freue ich mich natürlich auch drauf. Der kleine Yoshi, ey. Der kleine Yoshi. Holt er wieder seine Eier raus? Jawohl. So, dann haben wir Glitzerkarten. Wir haben noch zwei Glitzerkarten. Okay. Hier sind sogar drei. Zwei haben zusammengeklebt. Einmal den Bowser Junior. Das ist ja cool. Aber kann ich mit den Karten auch irgendwas machen? Im Spiel oder so? Oder ist das einfach nur so? Weiß das irgendjemand? Wenn ja, schreibt mir das mal. Kann ja sein, dass man. Gibt ja auch so Amiibo-Karten, dass man das irgendwie einscannen kann. Glaube ich aber nicht. So, was ist das? Die Piranha-Pflanze? Ah ja. Gibt es also auch wieder. Das meinte ich vorhin, wo ich das Pack aufgemacht habe. Oh, es glitzert. Weil da habe ich zuerst die gesehen. Und dann haben wir noch Rabbit Kong. Wo der Donkey Kong irgendwie auf Steroide in Rabbit-Form. Oh, nicht schlecht, ne? Ja, cool. Ist zwar klein, aber fein. Ja, doch. So, und dann kommen wir jetzt noch zu dem dicken Ding in der Packung. Uiuiuiui. So, das war die Packung. Mehr ist nicht drin. Ich stelle sie mal zur Seite. Ja, und jetzt haben wir hier unsere Figur, Leute. So, wie packt man die jetzt wieder aus? Ohne sie zu zerstören. Okay. Ah, das war's schon. Die klebt hier nur ein bisschen zusammen. So, hab's hingekriegt. Oh, ist die geil. Oh, ist die geil. Die bewegt sich sogar. Oh, die fässt sich auch voll cool an. Leute, guckt euch den Wurmer an. Guckt euch den Wurmer an. Der ist echt cool. Das ist Rapid Mario. Und der ist verdammt schwer. Ich halte ihn lieber mal mit zwei Händen. Der ist cool, oder? Zum Vergleich mal eine Splatoon-Amiibo, die hier noch rumliegt.
Von der Größe, ja. Also, ne? Ist schon ein Unterschied. Das sind ja keine Amiibos, aber. Aber geil ist es trotzdem. Den stelle ich mir irgendwo hin. Vielleicht in meinen Nintendo-Schrank und ansonsten vielleicht am Fernseher oder so. Auf jeden Fall kriegt dann er einen Platz. Der ist cool. Ja, sah doch schön aus. So Leute, das war mein Unboxing dieses Mal. Das nächste kommt wahrscheinlich zu Ultrasonne, Ultramond im November. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer schön Daumen hoch, ne? Wisst ihr Bescheid. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.